Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier vom Füssener Kobelhang, heute Aufeinandertreffen zwischen dem EV Füssen und den Bietigheim Steelers. Ich darf Sie herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Spiel. Endstand 3:12 aus Füssener Sicht. Ich darf links von mir begrüßen Alexander Dück, herzlich willkommen am Kobelhang. Rechts von mir, wie gehabt, Johanni Mattikainen. Ja, sportlich hat mir heute ein sehr deutliches 12:3 für Bietigheim auf der Anzeigetafel stehen. Ein Ergebnis, das fast ein bisschen in den Hintergrund rückt angesichts dieses spektakulären Goalie-Fights, den wir hier gesehen haben zwischen Clemens Wiedemann und David Zabolotny. Ich denke, das bekommt man im Eishockey wirklich nicht alle Tage zu sehen. War sehr spektakulär und da kamen dann sicher auch die Zuschauer nochmal auf ihre Kosten. Aber nun zurück zum Sportlichen. Alexander Dück, jetzt darf ich Sie zu Ihrem Statement zum heutigen Spiel bitten. Guten Abend zusammen. Ja, wir haben uns wieder schwer getan am Anfang des Spiels, sind auch in Rückstand geraten, haben weggefunden, auszugleichen und in eine Führung zu gehen. Dann ging es eine Weile mal hin und her, haben wir dann immer wieder ein paar Vorstöße gehabt, wo wir dann ein Tor erzielen könnten. Und im letzten Drittel fand ich dann, wurde uns von einer Seite gegeben, von der anderen Seite war so eine Befreiung auf unserer Seite und wir haben Eishockey gespielt, ne, bis zum gewissen Sinn, was da passiert ist. Gut, wir nehmen die Punkte mit und freuen uns darüber. Ja, danke Alexander Dück. Gestatten Sie mir noch eine Nachfrage. Es war ja so, dass Sie dieses Powerbreak dann im ersten Drittel genutzt haben für eine Ansprache an die Mannschaft. Ab diesem Zeitpunkt hat Bietigheim aus meiner Sicht besser ins Spiel gefunden. Was haben Sie da Ihrer Mannschaft gesagt? Dass wir ruhig bleiben sollen. Also es ist nichts passiert. Ich meine, das ist ein Eishockey, ne? Das sind Tore fallen. Aber weiterhin unser Spiel spielen und das wird dann schon kommen. Alexander Dück, vielleicht noch ein Kommentar. Sie waren ja wohl lange Jahre Eishockey-Profi, sowas wie ein Goalie-Fight schon mal erlebt? Tatsächlich ja. Jetzt weiß ich nicht, wer der andere war, aber einer von denen war Artus Irbe. Es war Lettland dann gegen, ich glaube, Kanada. Ne? War ein schöner Fight auch. Alles klar. Danke für diesen Schmunzler, Alexander Dück. Damit gebe ich über zu Johanni Mattikainen. Ja, Spiel gehabt in Lindau, das man gut gestaltet hat, denke ich mal, aus Füssener Sicht am Ende gewonnen hat. 5:2 am Freitag. Heute, Johanni, hat man 10 Minuten eigentlich sehr, sehr gutes Eishockey gespielt. Hat man Bietigheim aus meiner Sicht fast ein bisschen den Schneid abgekauft, wie man in Bayern sagt. Und dann, glaube ich, sind auch so ein bisschen die Kräfte geschwunden, um dieses aggressive Eishockey fortzusetzen. Oder, Johanni, wie lautet dein Fazit heute? Ja, genau so. Also die ersten 10 Minuten waren richtig, richtig geil. Und ich weiß es nicht. Es ist halt wahrscheinlich ein Teil davon, dass der Bietigheim da auch aufgewacht hat. Hey, vielleicht haben sie uns unterschätzt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ja, es ist halt so, dass du musst gegen solche Mannschaften einfach einfacher spielen. Wir haben dann nicht mehr so einfach gespielt wie die ersten 10 Minuten. Wir haben nicht mehr den Puck rausbekommen von der Zone. Wir haben versucht, wieder ein Spiel zu machen, dass wir das rausspielen können. Und wir können sowas nicht. Wir können so nicht spielen, wenn wir hier Punkte wollen. Und das ist wieder die Lehre für die junge Mannschaft, dass aufhören darf man nicht. Also ja, die sind gut, ja, okay, aber wie oft ist der dritte Mann offen in der Mitte? Das kann nicht passieren. 10 Minuten gut gespielt, 20 waren okay, erste Drittel war okay und die letzten 5 waren wieder gut. 15 Minuten super, super gespielt heute. Es reicht halt nicht gegen Vollprofis. Ja, trotzdem wieder, EV Füssen nimmt wieder 3 Punkte von dieser Woche, also Wahnsinn. Hey, mit 4 Verteidiger oder teilweise 3. Edgars Weilands ist ein Stürmer, wenn jemand das noch nicht gewusst hat. Hut auf und weiter geht's. Da kann man dann tatsächlich auch aus Sicht des EV Füssen mit einem Lächeln zumindest in die kommende Woche starten. Johanni, jetzt kann ich dich natürlich nicht davon kommen lassen, um auch nochmal über diese Szene zu sprechen mit Clemens Wiedemann und David Zabolotny. Erste Frage, hast du das schon mal gesehen? Und zweite Frage, hast du mit Clemi auch schon reden können? Haben die das irgendwie abgesprochen, die beiden? Oder was war der Auslöser für diesen Fight?
Ich habe selber, glaube ich, noch nie gesehen, einen Goalie-Fight als Trainer, aber nein, also der Clemmy ist, der ist ein schlauer Junge und er hat gedacht, wir brauchen jetzt hier was. Lieber war es schon beim 5-2 gekommen, dann hätten wir vielleicht noch einen Weg zurückgefunden ins Spiel. Aber ja, das ist halt auch ein Skill. Nicht immer die Skills, wie man Puck handeln kann und die ganzen unwichtigen Sachen, sondern das sind Skills, was man braucht als Eishockeyspieler, dass man versteht, was man in dem Moment der Team braucht von dir. Und wenn es ein Goalie ist, dann ist es halt ein Goalie. Geil. Geil lautet das Schlusswort von Juhani Matikainen. Ich deute es, glaube ich, richtig, wenn man sie weiterhin sagt, dass der EV Füssen sich in einem Lernprozess befindet. Womöglich ja, reicht halt die Kraft und auch die Erfahrung noch nicht, dass man dann zwei Spiele am Wochenende wirklich bei 100% ist, sicher auch der personellen Situation geschuldet. Und da möchte ich auch noch mal anknüpfen bei meiner letzten Frage, Juhani. Wie geht es denn auf dem personellen Sektor weiter? Tobi Bader habe ich heute noch auf der Tribüne gesehen. Maxim Kriworutski war heute auch nicht mit dabei. Am Freitag geht es gegen Tölz. Ist da etwas Entspannung in Sicht auf dem personellen Sektor? Und kriegt man dann womöglich auch wieder Unterstützung vom Förderlizenzpartner ESV Kaufbeuren? Ja, die DNL von Kaufbeuren hat heute den geschafft in die Top 4. Also da sollte jetzt dann immer jemand kommen zu uns. Gut so. Bei uns, Kriworutski war krank. Der wird schon wieder da sein nächste Woche. Und sonst, wer gefehlt hat, die sind Langzeitverletzte. Malzer ist auch noch offen, Woche zu Woche. Alles klar, ja. Und über die Verletzung von Philippe Roblet hat der EV Füssen über seine Kanäle schon informiert. Also das wird mutmaßlich noch um die 2 Monate dauern, bis er wieder aufs Eis zurückkehren kann. Damit wären wir auch am Ende des heutigen Pressegesprächs angelangt. Ich darf unseren Gästen und Coach Alexander Dück einen guten Nachhauseweg wünschen. Das Spiel werden wir natürlich hier in Füssen auch aufgrund dieses Goalie-Fights länger noch in Erinnerung behalten. Eine nicht alltägliche Situation, auch für Sie, verehrte Zuschauer, zu Hause vor dem Bildschirm bei Spray TV. Schauen Sie nochmal in die Highlights rein, da werden sich die Kollegen in der Regie mit Sicherheit noch mal Mühe geben, das sorgsam und gut zu integrieren für Sie, damit Sie noch einmal diese außergewöhnliche Szene daheim genießen können. Ich darf Sie verweisen auf das nächste Heimspiel noch, das EV Füssen gegen die Tölzer Löwen am Freitag um 19.30 Uhr. Bis dahin, entweder im Stadion oder wieder live vor Spray TV. Einen schönen guten Abend, für Gott beieinander.